Guten Morgen YouTube. Es ist mal wieder Vlog-Time beim Atzniens. Und ja, wir haben es jetzt kurz nach 8 Samstag. Heute ist Release-Turnier in Halle. Und da wollte ich doch den Vlog einfach mal anfangen, indem ich euch zeige, was so alles mitgenommen wird. Rucksack ist gepackt, da ist der Laptop drin für das Turnier halt und für die ganzen Featured-Matches, die ich schneide, dann die Karten für die Leute. Und dann hier geht es weiter mit Technik, Drucker, Preise, das Case, Maximum Prices, noch ein Stativ und ja, zweite Kamera ist hier auch mit drin irgendwo. Ja, genau, weil wir haben heute einiges vor. Unser GYL Spieltag 7, ne 8 ist das, gegen Smitty aufzunehmen in der Hall of Games. Dann will ich mit Matze noch ein Video drehen und dann halt so das Drumherum, was halt alles noch so anfällt. Jo, wird auf jeden Fall ein interessanter Tag. Ich bin immer noch ein bisschen kränkelig, aber es wird schon. Also, bis später. Jo, wir sind jetzt in der Location angekommen, haben aufgebaut und er weigert sich erstmal Deckliste zu schreiben. Ich weigere mich nicht. Los, schreibt Deckliste. Ja, ja. Okay. Jo, das hier sind meine zwei Leute heute. Kennt ihr schon die richtige Anal? Ja, das kennen sie glaube ich schon. Ja. Ohne Hülle. Ich habe keinen Respekt vor Kartenwerte. Okay, ich muss die Kamera endlich mal wegwerfen. Ich sollte doch vom Blaurock die neue nehmen. Das ist so schlimm mit der zu filmen, aber macht doch irgendwie Spaß. Sieht so lächerlich aus von der anderen Seite der Kamera. Ja, die ersten Spieler sind auch schon da. Aber es fehlen eigentlich noch einige. Wir haben es jetzt schon um 10. Ich will in einer halben Stunde die Anmeldung schließen. Ja, du hast um 11 jetzt geschrieben. Dann fangen wir eine halbe Stunde später an mit der Anmeldung, also das schließen. Naja klar, wie immer. Ja, bestimmt. Hey, in der Masterplayer-List dauert eine halbe Stunde, ehe alle drauf geguckt haben. Also halb 11 ist ja Ende. Berlin jetzt? Nein. Morgen? Da hinten seht ihr die letzte Paarung von Runde 1, Tisch 12. Wolf, neu bei Family Force, gegen... Wie ist dein Gegner? Ich hab's vergessen. Na gut. Chris macht Unsinn, der hat gerade Metagame erstellt und ich krieg's nicht hin. Und ich krieg's nicht hin, das ordentlich auszudrucken. Ich habe nämlich nur einen Schwarz-Weiß-Drucker und irgendwie, ja. Aber ich habe das als Hintergrundbild. Gut. Ich habe mich vorbereitet für mein Spiel nachher. Deck steht, das können wir uns eigentlich auch schnell angucken. Haben wir das Deck hier irgendwo? Ja, ich glaube, das hat uns noch schade. Das ist was cooles Spiel, was genauso schlecht ist. Ich habe auch noch Spaß. Ich habe auch noch Spy aufgeschrieben. Das war der letzte Runde. Wir spielen heute das da. Und so schaut es gerade aus. Und da wird es auch gespielt. Genau. Das ist der Plan. Und jetzt warte ich erstmal auf die letzte Runde. Runde 2 läuft. So mittig sind wir gerade. Hier ist gerade Mittagspause. Teil 2-0. Sehr gut. Ich muss gucken, was für ein Preis ich jetzt raushauen kann bei 35 Spielern. Das ist leider nicht so viel wie erwartet. Ja. Aber dann geht es bald los mit dem Spiel Smitty gegen Asiens. Es klappt endlich. Wir können streamen. Jo. Also wir haben jetzt hier über den Laptop, lassen wir es laufen und dann mit dem Beamer können wir es auch groß an, uns angucken. Jo, das wird cool gleich. Ich freue mich. Und Tai, 2-0. Ja. Kaiju zu. Warum? Ohne Kaiju. Ich sei denn die. Hm. Toll. Ich spiele so ein Substitute direkt. Achso, okay. Drei Stück? Nee, zwei. Okay, dachte schon. So fühle ich mich auch wieder nicht. Ja. Jo. Gut, jetzt esse ich auch erstmal mein Mittag. Geht gleich los. GYL Spieltag 8 gegen Smitty. Und der Matze baut ja auf. Der hat ja sich übelst krass eingerichtet. Habe ich euch glaube ich auch noch nicht gezeigt. Und jo, da spiele ich gleich gegen Smitty face to face. Und Defpo. Keine schönen Faces. Spieltag 2. Und ja, Halle gegen Magdeburg. Mal gucken. Magdeburg. Dein Hässchen! Ja, das ist ein Hört doch mal auf! Gut, und jetzt warten wir noch auf Smitty. Oder traut er sich nicht? Das hier muss ich mal jetzt nicht werden, wenn wir mit Smitty. Nee, der ist fertig seit 5 Minuten. Fertig, ja. 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 Der hat eben gesagt, der muss nochmal auf Sanitär. Ach, muss ich noch mal in der Hose machen? Dann muss ich ausscheißen. Ja. Ah, der wird hier richtig, richtig meckern, weil ich spiele ein ganz blödes Deck. Naja. Ja. Ist verboten, Tier 2. Tier 2 ist es verboten.
Ich will nicht zu viel spoilern. Ich spoilere nicht, weil der wieder kommt ja eher, bevor das Match online ist. Guckt es euch an, wird ein schönes Video. Wir haben uns viel Mühe gegeben, dass es mal was Spezielles wird, weil wir die Möglichkeit haben, dass wir hier so nah aneinander wohnen, wollten mal face-to-face was machen. Das ist uns gut gelungen. Und ja, jetzt fängt gerade Runde 4 an. Ich werde mal gucken, wo ich hier noch irgendwie den Leuten helfen kann. Wir haben verzweifeln. Matze hat mir hier Dateien gegeben von OBS und ich krieg die nicht geöffnet. Das heißt nichts von... Nein, hör auf. Ja. Matze, ich brauche deine Hilfe doch. Ich komme nicht klar mit deinen OBS-Dateien. Jens, das sind keine OBS-Dateien, das sind MP4-Dateien. Ja, die müsste er ja eigentlich öffnen. Er lässt sie ja sogar abspielen über den VLC-Player oder so. Oh. Aber mein Programm kann sie leider nicht öffnen. Wie heißt dein Programm nochmal? Camtasia. Das kann MP4. Ja doch, das kann es normalerweise schon, aber... Hat dir dein Computer schon den Fehler angezeigt? Ja, ja. Da fehlt ein Codex. Aber am Ende nee, kann er nicht lesen. Der müsste eigentlich anzeigen, dass da eine DAU.exe installiert werden muss. Eine DAU. Das versuche ich jetzt. Ja, Matze hat mich echt freuen wollen mit der DAU. Ich dachte, er will mir helfen, er will ein Kumpel sein. Nein. DAU, dümmster anzunehmender User, so schlägt mir gerade Google vor. Blöd. Ja? Matze, musst du mich schon wieder ärgern wollen? Was soll das? Was ist das? Warum? Vielleicht bin ich gerade in der Pause. Top 8, Match war vorbei. Und jetzt streamt er meinen Kopf. Warum? Matze, warum? Musst du mich schon wieder den ganzen Tag ärgern? Ja. Es ist unglaublich. Ist doch schön. Ja, ist. Ich würde das in Öl malen lassen und da immer hin. Wer sitzt jetzt da hinten mit seinem Energy? Kann man das machen? Eine Aufnahme. Was willst du mitnehmen? Okay. Ich habe gerade Matze doppelt gesehen. Ja, hast du das? Ich bin überall. Oh. Ja, Leute, Turnier ist vorbei. Ich habe euch leider nicht aufzeigen können, wer in Top 8 war, weil es so schnell irgendwie vorbei war und Top 4 haben sie dann wieder gesplittet. Das waren dann, lasst mich überlegen, in Berliner, ich glaube der Wolf war das, ja. Von Family Force, da ist ja gerade Probemitglied, Smitty und Dimitri und Stefan, genau. Genau, die haben dann gesplittet, aber das Finale haben sie trotzdem ausgespielt, das Featured Match werden dann die Tage bekommen. Matze möchte sich diesmal um alles kümmern und die bearbeiten und hochladen. Bin ich mal gespannt, ist da jetzt Nummer 4, der Zugang zum Channel hat. Die erobern sich langsam. Und ja, ich habe halt mein Ligaspiel gegen Smitty gespielt. Auch sehr interessant. Das will ich nicht spoilern, wie es ausgegangen ist. Ja, und hier Hero-Spieler war gut dabei. Ja. Platz 10 von 35 mit Heroes. 4-2 dann, ne? Hm. Schade, hätte auch toppen können. Aber da war das Tiebreak dann doch nicht so gut. Du hast zweite, dritte oder so verloren, ne? Ja, zweite und dritte. Hm, schade. Naja, gut. Aber hast dich dann von dem 1-2 nochmal gut hochgearbeitet. Ne? Ja. Muss man auch mal sagen. Und du hattest halt auch viele gute Gegner. Ja, genau. Das war's an dieser Stelle von uns. Und wir haben uns gerade spontan dazu entschlossen. Wo geht's am 20. hin? Zur ÖM. Zur ÖM! Ja, ich habe das so von Just for Fun gesagt, ja, ich fahre nach Salzburg, kommt wer mit? Und Enrico so, na warte mal, da habe ich doch frei. Cool. Da werden wir dann wahrscheinlich Freitag hinmachen, so mittags, dass wir abends ankommen. Sonntag spielen wir, ich glaube, der ÖM ist nur ein Tagsevent und dann Sonntag entspannt wird zurück. Also ein schönes Wochenende, was wir wieder machen, hat man auch lange nicht. Oh. Weil die DM fällt ja aus, da machen wir erst Spring Break, Klauruck, saufen. Nee, gut. Also war es das an dieser Stelle von uns. Macht's gut. Das Eckert-Pärchen hier. So, Action demnächst wieder Salzburg und so.